Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesn-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Software Inc. Wir sind kräftig am Entwickeln, heute sogar wieder mit Musik im Hintergrund. So, wir gucken gerade noch auf die Softwareauslastung. Logo läuft da noch recht gut. Und auf dem anderen Server haben wir kaum Auslastung bei der Entwicklung von unserem Audio-Tool. So, wir haben wieder Juli. Eieiei, sind wir wieder allein da. 10 Urlauber. 10 Angestellte machen Urlaub. Das ist der Knaller. Ja, Marketing gibt es da natürlich auch keins. So, da kam irgendwie einer, der uns ein Geschäft anbieten wollte scheinbar an die Rezeption. Ja, wir verdienen eigentlich super Geld momentan. Ich bin am Überlegen, was wir noch Schickes machen könnten, was irgendwie unserer Firma weiterhelfen wird. 6,4 Millionen haben wir als Kapital zur Verfügung. Ich würde sagen, wir bauen das weiter auf, so gut es geht. Gibt scheinbar nichts zu reparieren und so weiter. So, wir gehen in den nächsten Tag. Alle Leute sind aus dem Urlaub zurück. Ich mache mal ein bisschen langsamer, da sieht man besser, was passiert. Hier verdienen wir noch 250.000 mit dem VT V5. Hier oben verdienen wir 148.000 mit Logo. Wir entwickeln zurzeit das Audio-Tool und wir designen zurzeit ein Antivirus. All das läuft parallel. Und das ist das Coole an dem Spiel, dieses Parallellaufen. So, wir haben Outstanding Qualität hier, promoten das Ganze. Aber dann ist der Tag auch schon wieder rum. Na komm schon, ein Tag weiter, weiter geht's. So, da kommen jetzt die Bugfixes. Da haben wir noch 200.000, da 120.000. Wir sind auf 7 Millionen Kapital. Läuft doch. Ein Mitarbeiter ist in Urlaub. Kann das sein, dass die praktisch Urlaub machen, ein Jahr nachdem wir sie eingestellt haben? Ne, kann eigentlich nicht sein, oder? Wir haben übrigens zurzeit kein Support-Team, weil wir haben irgendwie auch keine Support-Sachen. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich stelle immer QA mit ein, aber sie machen keine QA. Gibt scheinbar keine Bugs oder so irgendwas. Ist schon abgeschlossen, bevor es anfängt oder so. Keine Ahnung. So, das verkauft sich noch. Das gerade noch so. Und jetzt sind wir hiermit fertig, dann können wir das releasen. Jawohl, ja, machen wir auch gleich Marketing hier für uns. Marketing-Team wird langsam ein bisschen überlastet, würde ich sagen. Können wir im nächsten Monat vielleicht auf Logo verzichten. Was machen eigentlich zurzeit unsere Programmierer? Die sitzen rum und bohren in der Nase. So. Ich bin gerade am gucken. Ich will sozusagen diesen Tag rumkriegen. Wenn der rum ist, genau. So, jetzt, wenn der rum ist, dann machen wir hier Accept für diese Application. Seinen den ganzen hier das Core-Team zu und gucken wir, was die Jungs daraus machen. So, wir haben 600.000 damit verdient, 100.000 damit verdient, 60.000 damit verdient. Dann können wir das hier mal beenden.
Bin mal gespannt, wie das hier läuft. So richtig gut, was Design angeht, sind die Jungs scheinbar nicht. Das dauert ein bisschen länger. So, hier oben sind wir aber bald fertig mit Design. Dann können wir das Ganze tauschen erstmal. Also es gibt gleich Unterstützung hier. Jetzt wollen wieder alle mehr Geld, weil sie alle besser geworden sind und entsprechend lange im Betrieb sind. Das ist aber auch okay, wir haben 8,4 Millionen. Wir können das denen schon mal bezahlen. So, ich bin jetzt hier am Gucken. Das ist jetzt äußerst kritisch, dieser Wechsel. Sobald das Design fertig ist, so, geht's Quark-Team hierher und das Design-Team hierher. Na, ja, wir kommen in Bedrängnis, glaube ich. Ich bin so ein bisschen jetzt mit dem Auftrag. Ich hätte den Auftrag nicht annehmen sollen. Warum nehme ich auch noch Aufträge an? Weil ich denke, dass wenn die da rumsitzen, das ist nicht cool. Was ist Blödsinn, ist das? Können die das parallel entwickeln? Macht das Sinn? Ah, nicht wirklich. So, wir haben die mal davon abgezogen, das Design-Team da reingesteckt. Dann sind die dann nämlich ratzfatz fertig. So, das hier machen wir non und wir brauchen ein neues Projekt. Und da bin ich jetzt am Überlegen, ob wir da wirklich mal hingehen sollen und sollen sagen, wir machen ein Operation System. Ein CSS OS V1. Mit GUI. Mit 3D-Rendering, mit Plug-and-Play, mit Multitasking, mit Multithreading, mit Network, mit Audio-Update, mit 8-Bit-Sound, ne, mit HD-Sound, mit QA. So. Die sagen, ich brauche 24 Programmierer und so weiter dafür, damit sich das Ganze rechnet. Server, wo es drauf läuft. Und Server, wo wir, ja. Das ist kurios. Wieso brauche ich denn für das Betriebssystem, wieso brauche ich dafür einen Server? Wegen Auto-Updates und so weiter. Scheinbar. So, liebes Design-Team, hau mal rein. Ich bin mal gespannt, ob sie das hinkriegen. So, ich hoffe, das hier wird rechtzeitig fertig. Hab keinen Bock, da noch Strafe zu bezahlen für so einen blöden Auftrag. So, wir sind durch. Release, Auftrag geschlossen, 18.000 gekriegt. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Core-Team entwickelt unseren Antivirus. Wir brauchen Kohle, denn auch hier VTV5 ist am Ende. Können wir das Marketing einstellen für. Und ich glaube, wir müssen uns noch ein paar Designer besorgen, wenn wir dieses Betriebssystem hier gescheit designen wollen. Das gibt einen Monsterauftrag hier. Das ich weiß nicht so wirklich, ob wir dafür das richtige Personal haben.
wenn ich mir das so angucke. Ich weiß auch nicht, ob wir das Ding wirklich durchboxen oder ob wir das als Media Core oder so raushauen. Weil ich glaube, wir entwickeln daran ohne Probleme ein paar Jahre, wenn das in dem Tempo weitergeht. Wieso sind die nicht in der Lage, die Lampe zu erreichen? Oh, nee, wenn man sich nicht um alles selbst kümmert. Jetzt seid ihr in der Lage, die Lampe zu erreichen, oder? So, ja, die Jungs langweilen sich. Wir brauchen dringend den Antivirus und ich glaube, wir bräuchten eigentlich noch ein paar andere Sachen, bevor wir das Betriebssystem machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut war, dass wir gesagt haben, wir entwickeln jetzt ein Betriebssystem. Ich wollte es halt einfach mal machen. Network Audio. Habe ich dafür überhaupt Designer? Gucken wir mal rein. Keine 3D-Erfahrung, keine Network-Erfahrung. Kein 3D, kein System, kein Network. Der hat alles. Der hat auch alles. Der hat auch alles. Also sollte es doch eigentlich vorangehen. Hm. Den hier können wir vielleicht mal Education machen. Designer. Der kann da ruhig mal 3 Monate hin. Und der soll mal 3D-Design machen. So, den haben wir jetzt praktisch zur Education eingeteilt. Das heißt, der arbeitet nichts mehr. So, das Marketing können wir auch wegmachen. 80.000 ist nicht mehr so die Welt. Wir können hierfür Marketing einführen. Antivirus vor Release. Das releasen wir ja für alle Plattformen. Das heißt, da muss auch nochmal ein richtiger Gewinn reinkommen. Das eigene Betriebssystem ist natürlich auch schon reizvoll, gebe ich offen zu. Na, ich bin mal gespannt, was das hier noch für Form annimmt. So, wir verlieren leicht Geld, weil wir haben momentan nichts, was wir großartig verkaufen. Ach, es ist wieder Juli. Ja, komm, Release, ist mir egal. Ich bin am Überlegen, ob wir die Leute zusammenpacken sollen. Oder ob wir einen Designer suchen sollen. So, komm, wir suchen noch ein paar Designer. Ey, wurscht jetzt. Der hat gute Design-Skills. Anheuern. Der passt gut zu uns. Jo. So, haben wir für die überhaupt alle Arbeitsplatz? Kann durchaus sein, dass jetzt der eine oder andere blöd rumsteht und nicht weiß, wo er sich hinsetzen soll, aber ich glaube, wir hätten genug Arbeitsplätze hier, oder? Sieht irgendwie nicht aus, als ob einer rumsteht und nix, keinen Platz hat zum Arbeiten. Geht nichts voran beim Design. Wow, 4 Millionen hat uns die Antivirus-Software eingebracht.
Really? Ja gut, dann haben wir ausgesorgt. Dann können wir ja mal in aller Ruhe das Betriebssystem hier durchentwickeln. Dann haben wir ja Zeit. Wenn wir da jetzt jeden Monat um die 4 Millionen erstmal reinholen über die Antivirus-Software, dann können wir einen großen Wurf vorbereiten, ohne dass wir uns da groß verbiegen müssen. Ja, nochmal 3 Millionen reingeholt. Wir haben 16 Millionen. Alter Schwede. Das Ding, da nimmt kaum Fortschritt an. Was machen die Designer den ganzen Tag hier? Kaffee trinken, eine Nase bohren oder was? Achtung, gleich kommt wieder der Tageswechsel. Wie viele Millionen verdienen wir? 2 Millionen. Aber der Antivirus hat uns ganz gut Geld gebracht, würde ich mal sagen. So, ist die Putzfrau krank oder was? Ne, so langsam macht sie sauber. So, noch so eine Dame eingestellt fürs Reinigen. Die soll morgens kommen vor der Arbeit. Nochmal eine Million verdient. Also da läuft eigentlich ganz gut. Das Design hier von dem Betriebssystem läuft so ein bisschen nebenher. Ich bin am Überlegen. Ja, das bremst uns natürlich komplett ein momentan. Ich bin am Überlegen, das Design 2 Team aufzumachen. Das sind natürlich alles Leute, die extrem gut sind. So, wir haben so ein bisschen Probleme da unten. Die zwei Design-Experten der ersten Stunde. Change Team in Design 2. So, damit können wir nämlich ein neues Produkt auf den Markt bringen. Und dann fangen wir logischerweise, würde ich sagen, machen wir wieder ein Web-based Game. Server machen wir der SCM. Logo 2, Original IP ist Logo. Entwickeln soll das ganze Design Team 2. Fürs Visual Tool soll natürlich von unserer Firma sein, das neueste. Das Audio Tool wollen wir ebenfalls von unserer Firma, weil wir keine Lizenzgebühren zahlen müssen. Ebenfalls das neueste. Da können wir sogar noch Musik dazu machen, das ist natürlich hammercool. Ja, passt doch. Das gibt doch ein geiles Spiel. Dann würde ich sagen, was? You are selected features that no one in your team is competing with. Ja, passt schon. Mach mal. Dann sollen sie es halt lernen, ne? Deshalb sollen sie das ja machen. Damit sie lernen. Es kann ja dauern. Ich habe ja nichts dagegen, wenn es dauert. Ich will nur nicht, dass die sich da zu wohlig einrichten auf die Dauer. Wir können die Zeit nutzen, fällt mir gerade mal ein. Wir haben ja hier das Core-Team, das sind unsere Entwickler. Die könnten wir alle mal auf Education schicken. Als Programmierer. Und wir könnten die mal oben anfangen lassen. So, das heißt, unsere Entwickler, die gehen alle 2D-Programmierung lernen. Das können wahrscheinlich die meisten von denen schon. Das wird dann relativ schnell rum sein. Dann langweilen die sich zumindest nicht mehr bei uns in der Firma. Ich muss immer aufpassen, dass nicht irgendjemand wieder in Rente geht.
irgendwelche Departments dann nicht besetzt sind. Es geht irgendwie nichts voran. Weder Logo 2 geht voran, noch das Betriebssystem geht voran. Das ist erschreckend. So, nächster Tag. Warum tun die sich so schwer im Design? Muss ich da noch mal ein paar Leute rüber schicken hier so? Nach dem Motto, wir designen 120 Jahre. Der soll mal das Team changen. Der soll die da unten mal ein bisschen unterstützen. Die haben es wohl dringend nötig gerade. Geht schon ein bisschen besser voran jetzt. Was? Zu viele Teams in einem von unseren Räumen? Was heißt hier too many teams? Wieso arbeiten die nicht bis 18 Uhr? Marketing hat einen eigenen Raum. Das war scheinbar der Fehler. Marketing hat einen eigenen Raum. Dann kann da die arbeitende Person nicht reingehen. Na komm schon. Ich will einen Tag weiter. Irgendwann müssen die doch mal eins von den 1000 Dingen hier fertig kriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Das dauert ja alles ewig. Also Logo 2 werden wir durchdesignen. Bei dem OS bin ich mir noch nicht so 100% sicher. Das braucht nämlich ganz schön Ressourcen hier, das Ding. So, das hier unten ist ein Lernprojekt für meine Jungs. Weil wenn die jetzt Audio, 2D und General durchhaben, dann müssen die Netzwerkdesign machen, ob sie es können oder nicht. Dann werden die da drin zwangsläufig besser. So, mittlerweile sollten aber die Entwickler ja auch wieder da sein, ne? Was jetzt? Nein. Education will ich. Programmierer 3D. Go. So, wie schaut's aus? Netzwerk quält sich. Aber ich geb nicht auf. Das muss. Das muss. Betriebssystem wäre schon MediaCore. Nicht so verkehrt. Ein durchschnittliches Betriebssystem. Hätte man mit Microsoft schon mal gleichgezogen. Die machen das ja auch gern. Durchschnittliche Betriebssysteme. So, Designing ist gut.
von Logo. Die müssen das aber durchziehen bis zum Schluss. Ey. Ich bestehe drauf, dass das Spiel outstanding wird. Wann darf ich den Tag skippen? Es ist wieder Juli. Neue Mitarbeiter sind in Urlaub. Keiner da. Chef programmiert allein rum oder Chef designt allein. Das ist so makaber. Entschuldigen Sie bitte, bei uns wird dem Monat nichts produziert, wir haben Urlaub. Geht gar nicht mal so langsam voran, dafür, dass nur ein Mann dran sitzt. So, da müssten sie alle wieder da sein aus dem Urlaub. Da kommen sie eingefallen in die Firma. Die Musik hat fertig, wie es aussieht. Die Designer noch nicht. Na, die Musik kommt wieder. Alter Schwede. Da ich quäle mich da jetzt durch. Mir ist das völlig egal, wenn das bis ins Jahr 2000 dauert. Logo läuft da noch auf SCM. Minimalste Auslastung, aber es läuft noch. Ja, Logo 2 ist schon in der Mache. Wird so lange nicht mehr dauern, dann haben wir Logo 2 am Start. Dann wird hoffentlich Logo 1 abgelöst. Das Dauer hängt nur noch am Designing des Netzwerkbetriebs. Oh oh. Und da geht so gut wie gar nichts voran. Wir können mal reingucken, wie sich die Jungs hier entwickeln. Da tut sich aber auch nichts, ne? Education, Designer, Network. Ich glaube, wir stoßen das mal mit einem Monat Education an. Bin mal gespannt, wenn jetzt mit dem Tag fertig sind, dann sollten ja die den Lehrgang durch haben, dann sollte da ein bisschen was entstehen bei denen. Ja, alle haben sich verbessert und wollen wieder Geld. Jetzt verstehe ich nicht, warum die netzwerkmäßig nichts gelernt haben im Design. Ah, die sind gerade auf einem Kurs. Da müsste ich jetzt was getan haben. Hat ich auch nichts getan. Education. Die sind immer noch auf dem Kurs. Aber ich habe doch gesagt, einen Monat, nicht 20 Jahre. So, wir gucken nochmal rein hier. Core-Team. Das sind irgendwie nur noch 4 Leute. Da hat sich scheinbar einer zur Ruhe gesetzt. Ja, Adam Phillips ist retired. Education, Programmierer,
3 Monate System. Ne, eigentlich 3D. Ne, sind die eigentlich? Moment. System sollen sie alle machen. Start Education. Außerdem gucken wir, dass wir noch Programmierer finden. Wir werden noch Programmierer brauchen, ob wir wollen oder nicht. Interview fürs Core-Team. Schwer gutes Personal zu finden, was sich ins Core-Team einbindet, wie es aussieht. Die wollen alle nicht. Da haben wir einen. Da schlagen wir sofort zu. Ausbilden können wir die. Die ans Team anpassen nicht. So, und den heuern wir an. Dann kriegen wir am nächsten Tag kriegen wir noch 2 Leute dazu fürs Programmieren. Was macht Design Team 2? Design Network. Volle Kanne durchgebollert. Kurs scheinbar beendet. Irgendwas habe ich nicht mitgekriegt. So, da kommen die 2 neuen Programmierer. Die brauchen wir auch gleich, weil die müssen gleich Logo 2 mitentwickeln. Gott, ich mache heute wieder Monster Parts. Ja, ich glaube, es ist auch gut. Von wegen Monster Parts. Wie die ganze Entwicklung weitergeht und wann wir Logo 2 dann fertig programmiert haben, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin bin ich erstmal raus. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.